Moin, herzlich willkommen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind auf der nordfriesischen Marsch 1.8 ohne Gräben und fahren gerade unsere Futtermischration weg. Mit dabei ist der Thomas. Moin. Moin, immer noch. Jawohl. Jetzt, wenn wir mal Zeit hatten, können wir ein bisschen was machen. Richtig. Folgen sind. Ja, wir haben große Pläne. Also wir haben schon eine große Maschine gekauft mit, glaub, 14 oder 16 Meter Arbeitsbreite der Gruppe. Und als nächstes gibt es eine breite Sämaschine, dass wir auch ein bisschen auf Flächenbewirtschaftung gehen können. Ja, also das jetzt erstmal der Gruppe, der ist schon gekauft. Und als nächstes wird gekauft die Sämaschine. Dafür geht unsere 9 Meter dann auch in Zahlung. Ich hoffe, dass wir einen guten Preis vom Händler kriegen dann noch. Und dann die große Amazone-Sämaschine uns kaufen wollen. Jo. Eventuell muss ich dann meinen Schlepper noch aufrüsten auf 390 PS. Aktuell ist er auf 300. Aber das sollte kein Problem sein. Oh, das wird eng, Thomas. Oh, das schaffen wir nicht. Oh, oh. Du hast doch 180 gesagt. Seetechnik. 224 kostet die Amazone. Ja. Guck mal, was der Raps kostet. Alles klar. 1191 bei der Raiffeisen. Na gut, unsere alte Sämaschine geht ja auch noch in Zahlung, das dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Ja, also dann reicht's ja. Wir brauchen ja nur 2000 für die alte Sämaschine. Ah, und ich muss meinen Traktor noch aufrüsten. Ich weiß gar nicht, wie viel PS hat meiner. Kann ich dir jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen, dann musst du mal mit dem P-Arm mal gucken. Mal im Shop-Katalog gucken, wie viel Power du hast. Ah, okay. Jo, so ist das. Gut, dann werden wir jetzt die neuen Maschinen dann holen. Kann ich schon anfangen zu gruppern und der Thomas könnte eventuell schon hinterher direkt reinsehen. Wir haben ungefähr, glaube ich, die gleichen Arbeitsbreiten. Das würde so ganz gut passen. Da würde ich erst zweimal Vorgewände fahren, oben und unten. Dann kann der Thomas da auch direkt drehen. Jo, das sollte dann passen. Oder was denkst du? Das passt sicher. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Wenn du nicht abgebogen bist, bist du nicht falsch gefahren. Du fährst nur einen kleinen Umweg. Bist du schon auf dem Hof? Ich bin gerade auf dem Hof und stell den Hänger weg. Gut, dann hängen wir bitte die alte Sämaschine an und tu die schon mal entleeren, wenn noch was drin ist. Einfach irgendwo mitten auf dem Hof oder bring sie mit zum Händler, dann können wir sie dann da wieder direkt füllen.
Oder 60, 70, 80.000 sollte die auch noch bringen. Laden wir den Mist schon mal auf, der kann dann auch quasi wieder direkt die Düngerfabrik fahren werden. So. Beides voll. Ja, dann tu's entladen einfach. Du musst dann gleich jemand, wo ich mein Fan stehe, musst du hin. Und mal gucken, was das kostet, den aufzubissen. Meiner hat 336 PS. Ja, okay. Und du hast 325, kann das sein? Ja. Dann fahren wir rein hier. Abkuppeln. Nee, er muss rausfahren komplett. Ganz nett. So. Der nächste Schritt, einen größeren Bauernhof. So gehört sich das. So, dann kaufe ich die Amazone Condo, ja, 15 Meter. Wir machen. Ach, da ist das Geld noch drinne, um meinen Fan hoch zu pushen. Ziehen kann. Möchtest du eigentlich auch so ein schönes Gewicht haben? Eigentlich schon. Deine Farben? In meinen Lieblingsfarben, ja. So, ich fahre dann direkt auf den Acker, ja? Alter, was ein Geschoss, ey. Oh. Warte mal, ich muss... Arbeits... Ich hab 16 Meter drum, 16, und du hast 15. Alter, was ein Apparat.
Klar, ich fahre erst zweimal Vorgewende. Und dass wir das alles hinkriegen quasi. Dass du dann da auch schön arbeiten und drehen kannst. Jo, jo. Junge, Junge, was ein Ding, ey. Alter Verwalter. Komme ich nicht drauf klar. Ne? So. Du kannst ja in der Zeit die Sämaschine alles voll machen. So, das arbeiten wir natürlich dann auch direkt sauber aus. Ja, fragt euch bestimmt sicherlich, warum der Pascal jetzt nicht mehr so oft da war und so. Der hat irgendwie aktuell keine Zeit. Ich frag mich nicht warum, ich weiß es nicht. Arbeit. Richtig. Halt noch meine Taste. Ah, die Direktsaat, könntest du das mal ausprobieren? Ich glaube nicht. Jetzt warte bitte kurz. Haben wir den. Ist der Saatbefüllung leer? Die Sämaschine? Weil wenn ich sage, er soll auffüllen, sagt der Silo ist leer mit Saat. Nee, da sind noch 75.000 drin. Ja, dann mach du mal. Ja, das ist so ein bisschen tricky hier, da musst du hoch. Musst du auch über die Kammer fahren quasi, wo das Saatgut drin ist. Na, da musst du, hier muss man echt suchen, ne? Wenn nicht, müssen wir uns noch einen Kipper kaufen, den Überladewagen-Kipper. Den Kröger Akkuliner. Sonst funktioniert das nicht. Verstehst du, was ich meine? Dann steht aber der Dünger ein bisschen blöd. Ja. Ach, pass auf, fahr mal zum Händler. Ich kauf den schnell. Steht am Händler. Ja.
Der kann jetzt erstmal warten. Ein bisschen Dünger haben wir ja drin. Ja. Weizen, Gerste, Hafer, was willst du? Such dir was aus, ich weiß es nicht. Ist direkt saat? Ja. Also ich habe hier den einen Teil gekobert, gell? Da, wo du lang fährst, das ist gekobbert. Nein, ich habe angefangen und habe mit Absicht 5 Meter vom Ding mitgenommen. Okay. Jo. Gut, dann können wir das, den Kobber eigentlich wieder verkaufen. Klassische Sache von Fehlinvestitionen. Ja. Und nun, wollen wir ihn wieder verkaufen oder was? Weiß ich nicht. Ah ja, da wird er wieder verkauft. Fertig. Vielleicht kaufen wir uns ja demnächst noch einen. Naja, eine Fehlinvestition kann man auch mal machen. Oder? Jo, darf man. Naja, gut. Mit 18 km/h über den Acker sehen. Das ist schön, gell? Das Gerät verkaufen wir jetzt noch und dann ist die Folge auch rum für heute. Leider. So. Naja, gibt immerhin nochmal 108.000. Aber die könnte ich natürlich jetzt gleich direkt in einen größeren Anhänger investieren. Das werde ich auch machen. Schon mal.
Ah, das machen wir nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Jo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Macht's gut. Ciao, euer Blacky. Tschüss.